Liebe Freunde, ich bin gerade am Rückweg von einer großartigen Veranstaltung mit den Freiheitlichen in Vorarlberg. Heute habe ich auch noch die aufgetroffen, also die freiheitlichen Beamten von der Exekutive und auch vom Bundesheer und der Justiz. Und am Weg zurück zum Flughafen habe ich ein Erlebnis der dritten Art gehabt. Und zwar habe ich den Fehler gemacht und habe mir die Pressekonferenz des wirklich armen und verzweifelten ÖVP-Generalsekretärs Stocker angesehen. Der hat dringend eine Pressekonferenz einberufen. Eigentlich dürfte man über diesen Schmarrn gar nicht reden, aber dringend eine Pressekonferenz einberufen, um ja, einmal mehr alten Wein in neuen Schläuchen zu präsentieren, aber das in einer abartig schlechten Art und Weise, dass ich mir gedacht habe, eigentlich ist es mitleidserweckend für mich, was mit diesem armen Herrn Stocker seitens der ÖVP-Spitze aufgeführt wird. Der wird dazu gezwungen, sich tagtäglich selber zu demütigen in Form von Pressekonferenzen und sonstiges. Manchmal muss er das sogar gemeinsam mit dem Herrn Hanger machen, also unmenschlich, was die ÖVP von diesem armen Kerl eigentlich verlangt. Aber der Herr Stocker hat da irgendwas fabuliert von wegen einer Inseraten-Affäre, die wir Freiheitliche hätten. Und auch da ist ja interessant, wenn man sich die Genese dieses angeblichen Skandals ansieht. Da hat es nämlich schon Ermittlungen in der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegeben, die eingestellt wurden. Plötzlich wird das wieder neu aufgegossen, die ganze Geschichte, durch die Oberstaatsanwaltschaft Wien. Spannend ist, dass die Spitze der Oberstaatsanwaltschaft Wien schon lang im Verdacht steht, Gefälligkeiten für die ÖVP zu machen. Und ich sage es jetzt mal ganz frei von der Leber weg. Also dieses neu aufgedröselte Verfahren hat sich die ÖVP schlicht und ergreifend bei der Justiz bestellt und es wird einmal mehr aber nichts dabei herauskommen. Noch interessanter ist, wenn wir das Thema Inserate durchgehen, wie die ÖVP ständig zu Inseraten gestanden ist. Ich möchte auf das Beinschab-Tool verweisen, wo man einfach Umfragen gefälscht hat, um den Sebastian Kurz an die Spitze zu putschen. Ich möchte darauf verweisen, was man in der Corona-Zeit in puncto Inseraten gemacht hat. Da hat man sich um 100 Millionen Euro eine eigene Medienöffentlichkeit bei den Mainstream-Medien gekauft und die waren eigentlich nichts anderes als der Steigbügelhalter der Bundesregierung für Maßnahmen in der Corona-Zeit, die gegen jegliche Rechte, Grundrechte und Freiheitsrechte der Bevölkerung verstoßen haben. Das ist mit Inseraten gemacht worden. Es hat übrigens auch noch einen Sonderkuchen in der Corona-Zeit gegeben, noch einmal zusätzliche 35 Millionen Euro an Spezialpresseförderung, die von der ÖVP auch freihändig vergeben worden ist. Und in all diesen Inseratendiskussionen fällt mir auch noch eine Diskussion ein, die es im Fernsehen gegeben hat, wo uns allen der Mund vor lauter Staunen offen geblieben ist, nämlich jene Meldung von Wolfgang Sobotka, der auf OE24TV ganz unverblümt davon gesprochen hat, dass es ja für ein Inserat eine Gegenleistung gibt. Ja, also wenn sie wer mit Inseraten auskennt, dann ist es wohl die ÖVP und ja, da wird es natürlich noch sehr viel aufzuarbeiten geben. Wir werden das jedenfalls tun. Summa summarum, viel Lärm um nichts. Die ÖVP weiß gar nicht mehr, welche Skandale sie jetzt weiterverfolgen soll. Sind wir jetzt Russenspione? Geht es um Werbeagenturen? Geht es um Inserate? Ist die FPÖ grundsätzlich böse? Sind wir rechtsextrem? Also jeden Tag ein neues Narrativ. Aber das Einzige, was hier Bestand hat, ist das, wenn eine Partei mit dem Wort Korruption untrennbar verbunden ist, dann ist es die ÖVP, die heute übrigens auch wieder ein Video hergezeigt hat. Ich glaube übrigens, dass sie nicht mehr Österreichische Volkspartei, sondern Österreichische Videopartei heißen. Wie gesagt, die Verzweiflung muss groß sein. Ich wünsche euch liebe Grüße aus dem Ländle und wir sehen uns demnächst wieder.